Der Fraktionsvorsitzende berichtet mir von lüsternen Blicken einer verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP. Er fühlt sich sexuell belästigt. Es ist eine Katastrophe, was da ist. Sie hören Sprüche, sperrt die AfD in Lager. Sie hören Sprüche, ihr kommt zu viel aus dem Ossiland. Das ist eine verkommene Gurkentruppe geworden. Wir wünschen uns wirklich, dass die so weit weg wie von uns sitzen wie möglich und freuen uns auf eine gute Nachbarschaft zur CDU, zur CSU im Sinne einer guten, konstruktiven Oppositionsarbeit. Vielen Dank.